Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem sehr, sehr schwierigen, denn es geht heute um Kaizo Emerald, nur mit dem Team von Troy. Und Troy ist wohl einer der bekanntesten Trainer der gesamten dritten Generation und auch der Champ von Rubin und Saphir und der Postgame-Endboss von Pokémon Smaragd. Und was Kaizo Emerald genau ist, das will ich jetzt mal kurz erklären. Kaizo Emerald ist quasi die ultimative Hardcore-Version von Pokémon Smaragd. Es gibt extrem viele Bosskämpfe und jeder Bossgegner wurde so designt, dass er für gewöhnlich ein volles Team hat, ja, manchmal sogar ausgewogene Typen und sehr, sehr viele Überraschungen. Das Ganze bewegt sich auf einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad und es gibt auch diverse Custom-Boss-Battles und es geht sogar so weit, dass stellenweise die Overworld verändert wurde, um einem extrem viele Pflichtkämpfe auf den Routen reinzudrücken oder beispielsweise einige extrem nervige Rätsel, die einen aufhalten sollen. Man kann es so ein bisschen als Rage-Game bezeichnen, das Coole ist aber, wenn man in Pokémon erfahren ist, dann werden solche Rage-Pokémon-Spiele einfach nur zu sehr interessanten Games mit extrem guten Bosskämpfen. Und genau das ist das, was ich auf diesem Kanal hier natürlich am meisten mag. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, das Spiel immer auszuprobieren, weil es durchaus eine große Herausforderung ist. Und es gibt noch eine Sache ganz wichtig zu erwähnen, für den Spieler wurden bei Pokémon Kaizo Emerald extrem viele Status-Moves aus den Movesets der eigenen Pokémon entfernt. Und das sorgt dafür, dass man die meisten Bosse auch nur sehr, sehr schwer irgendwie cheesen kann. Man muss da irgendwie größtenteils mit Schadensattacken durch und das ist gar nicht mal so einfach. Ja, und das Team von Troy, das sieht so aus. Er hat direkt zu Beginn ein Panzer Aeron, was natürlich prima ist, weil es direkt voll entwickelt sein wird. Ja, und dann hat er später noch einen Stolos, er hat ein Lepomentas, ein Amaldo, ein Vilie und ein Metagross. Also ich habe mich hier für das übliche Team von Pokémon Smaragd entschieden, was Troy hat. Ich denke, das ist auch das ikonischste. Und man merkt schon, es ist relativ einseitig. Ich habe hier einige Stahl-Pokémon und Gesteins-Pokémon dabei und gerade wenn ein Bossgegner mal deren Schwäche ausnutzt, kann es extrem brenzlig werden. Und ihr kennt ja, denke ich, mittlerweile meine Regeln für Teamruns. Ich darf auch heute mal wieder keine Items benutzen in Kämpfen und ich werde versuchen, bei den Bossgegnern anzutreten auf einem fairen Level. Es kann natürlich mal möglich sein, dass ich überleveln muss, weil der Kampf ansonsten unmöglich ist. Ich versuche das aber so gut wie möglich zu vermeiden. Und natürlich werde ich auch zu Beginn des Spiels nur die Basisversionen von all meinen Pokémon bekommen. Ich muss mir also die Entwicklungen erst im Laufe des Runs erarbeiten und deswegen ist mein Team zu Beginn ehrlich gesagt gar nicht mal so stark. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run und Kaizo Emerald hat mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Es kann aber auch sehr, sehr frustrierend sein und wenn man kein erfahrener Pokémon-Spieler ist, dann wird man sich hier definitiv die Zähne ausbeißen. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden hier, Maika ein Flamdi zu geben, damit sie später ein mächtiges Logok haben wird, was Troys Team sehr effektiv angreifen kann über Feuer- und Kampfattacken. Übliche Schwächen, mit denen Troy zu kämpfen hat, die werden heute noch zum Problem werden. Dadurch, dass ich aber mein Team natürlich noch nicht vor dem ersten Fight modifizieren konnte, musste ich jetzt gegen das kleine Zickzackzieher antreten mit einem Gek-Arbor, was gleich gelöscht wird. Ich wollte den Kampf aber trotzdem mal einblenden, weil man hier schon sieht, in welche Richtung Kaizo Emerald möchte. Das Zickzackzieher hat hier bereits Sternschauer im Early Game mit 60er Basisstärke und Step, es hat Sand Attack und es trägt Berry Juice, um einmalig wieder auf volle KP zu kommen. Und obwohl ich hier mit Gek-Arbor 3 Level drüber war, habe ich Zickzacks eigentlich besiegt. Durch eine interne Mechanik von Emerald allerdings wird dieses Zickzacks immer fliehen, wenn man praktisch verloren hat. Es hat mich also hier verschonen müssen, weil ich den Kampf sonst nicht gewonnen hätte. Das ist kein gutes Zeichen. Nachdem ich dann aber Gek-Arbor gelöscht hatte, konnte ich jetzt antreten beim ersten richtigen Maike-Fight. Und die hat jetzt nur ein Flamly, die wurde jetzt also noch nicht so krass verändert. Ich hatte jetzt aber auch schon Troys Team durch Pokehex, also durch ein Programm, was Teams verändern kann. Und damit konnte der Run hier jetzt richtig beginnen. Und dieses Flamly zu besiegen, war keine große Herausforderung, da es tatsächlich hier noch keine Feuerattacke hat, was mich ein bisschen überrascht hat. Es hatte allerdings die Fähigkeit Temposchub, um seine Init zu erhöhen, also auch dieser Kampf hier wurde zumindest ein bisschen modifiziert. Gerade wegen Panzer Aeron allerdings hatte ich hier natürlich noch keine Schwierigkeiten. Das wird im Early Game natürlich mein bestes Pokémon sein, aber ich denke, das war auch klar. Ja, und es gab sogar im Blütenburgwald einen stark erschwerten Team Magma-Rüpel mit 5 Pokémon insgesamt. Den habe ich zwar easy gefirstried, der war jetzt nicht so schwierig, aber der war bedeutend mächtiger als alles, was man von Random-Trainern aus Game Freak-Spielen gewohnt ist. Ich denke, das ist vollkommen klar.
Ich werde mich aber in diesem Video hier auf die richtigen Bosskämpfe beschränken, weil die nochmal deutlich mehr bieten und da kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zu einem richtigen Custom-Boss-Battle. Und zwar gibt es kurz vor Metaross City eine große Überraschung. Man wird dort nämlich auf Trainer Rot treffen. Einen Custom-Rivalen, der hier einige Male im Spiel auftauchen wird, um einen zu überraschen. Und der hat hier bereits ein volles Pokémon-Team und das ist der erste richtige Boss, der einem zeigen soll, was in Kaizo Emerald so abgeht. Er begann hier sofort mit einem Evoli mit Fluch, also mit einem sehr starken Setup-Move. Ich konnte das aber totkritten über Schlitzer von meinem Anorith. Denn tatsächlich lernen die Pokémon in Kaizo Emerald zwar praktisch keine Status-Attacken, aber zumindest bekommen die recht früh sehr gute Schadensangriffe. Beim nächsten Pokémon wurde es dann aber deutlich bedrohlicher. Denn er hatte auch einen Shiggy und da konnte ich zwar rüberwechseln in Lilieb und Megasauger einsetzen, das hatte ich hier auch schon. Allerdings hatte dieses Shiggy erst Mogelhieb, was einen flinchen lässt safe, und dann Aquabälle für 60er Basisstärke mit Step und 20% Verwirrungschance. Ein extrem mächtiger Move fürs Early Game, also die Gegner werden solche Moves auch haben, die ziemlich gut sind, sehr früh im Spiel. Und das Shiggy hatte auch noch Gähner, um mich direkt einzuschläfern. Weil die Attacke wurde hier so verändert, dass man keine Runden warten muss, bis der Gegner einpennt. Es gibt also auch veränderte Attacken, die die KI sehr gerne einsetzt, um einen unter Druck zu setzen. Nach einer Weile hin und her konnte ich aber mit Lilieb diese Shiggy irgendwann aufhalten. Es hatte aber auch einen Berry Juice, um sich nochmal voll zu heilen. Sein drittes Pokémon war aber auch ziemlich gefährlich, weil das war dann Pikachu und da wollte ich eigentlich rübergehen in Pupanze, um immun zu sein gegen Elektroangriffe. Dieses verdammte Pikachu hatte allerdings auch Surfer wegen dem Surfing Pikachu, also eine kleine Anspielung wurde hier versteckt, um Pikachu auch noch ein bisschen Coverage mitzugeben. Und damit konnte es Pupanze in zwei Hits besiegen, ich habe aber zumindest Lehmschelle rausbekommen und da bin ich hier in Tunnel gegangen, um Bodycheck einzusetzen. Tunnel wird für eine lange Zeit gar kein so gutes Teammitglied sein, weil es einfach keine Attacken lernt, dafür ist Tunnel ja bekannt. Ich konnte aber zumindest einen Angriff rauskriegen und dann später wieder in Lilieb gehen, um früher oder später Pikachu zu finishen. Aber auch der Kampf gegen dieses Pokémon hat sich eine Weile gezogen. Man darf hier wirklich keinen Gegner unterschätzen, auch nicht das Meme Pikachu von Trainer Rot, die haben meistens immer eine Überraschung parat, um einen irgendwie zu stoppen. Und somit hat dieses Pikachu hier einfach mal zwei Kills gegen mich gemacht. Mit dem vierten Pokémon bin ich dann aber besser klargekommen, und zwar war das nur ein Bisasam. Und da konnte ich natürlich Panzereron einwechseln, was Pflanzenattacken vierfach resistiert und sogar immun ist gegen Giftangriffe. Ich mochte aber das kleine Detail hier, dass Bisasam Lightscreen hatte, bereits so früh im Early Game, um scheinbar Feuerattacken auszukontern, falls man sich den Feuerstarter ausgesucht hat. Solche kleinen Details feiere ich an diesem Spiel hier extrem, aber natürlich war Bisasam hier für mich einfach kein Gegner. Natürlich konnte jetzt aber Panzereron den Kampf nicht so ganz alleine abschließen, denn Trainer Rot hatte selbstverständlich auch einen Glumanda mit Flammenrad. Und da Flammenrad hier speziell ist, konnte Panzereron das mal so gar nicht wegstecken. Ich musste es also opfern und dann in Stolt Junior gehen, um ein paar Lehmschellen rauszubekommen. Dort wurde ich aber auch noch verbrannt für Zusatzdamage, wodurch Lehmschelle auch nicht mehr so viel Schaden gemacht hat. Und da musste ich Glumanda später noch finishen über Anorith. Ich habe also für diesen kleinen Mini-Boss-Gegner hier mit seinen kleinen Level 9 Pokémon praktisch mein gesamtes Team verwendet. Und glaubt mir Leute, es wird noch deutlich härter werden. Kaizo Emerald hat in Bosskämpfen wirklich einiges zu bieten und gerade solche Custom-Boss-Fights hier können wirklich interessant werden, weil die einen stellenweise sehr, sehr überraschen. Nachdem ich dann aber in Metaross City angekommen war, wurde ich auch schon zum ersten Mal so richtig verarscht. Und zwar wollte ich mir jetzt die Flinkklaue abholen bei einem NPC, um stellenweise Pokémon outspeeden zu können, für die ich eigentlich zu langsam wäre. Allerdings wollte der NPC nicht mit mir reden, weil der Hackersteller das Item einfach entfernt hat, damit es der Spieler nicht zu leicht hat. Ich werde also leider nur sehr schwer die gegnerische Init umspielen können, dafür hat der Hackersteller definitiv vorgesorgt. Wir kommen jetzt aber auch schon zur ersten Arena von Felicia und das ist der Gesteinsorden und natürlich hat hier auch schon ein vollständiges Pokémon-Team. Alle Arenaleiter werden 6 Pokémon spielen und sind sehr, sehr krass überbufft worden. Man muss aber fairerweise dazu sagen, ich hatte hier mit Troys Team eigentlich ein ganz gutes Matchup, weil vor allem Stahl-Pokémon hier natürlich sehr gut aufgestellt sind. Sie hat hier begonnen mit einem Lasknet, was ja auch im Originalspiel ihr Ace ist und das Ding war verdammt defensiv. Ich konnte aber hier mit Pupanze leaden und Lehmschelle spammen, um dessen Genauigkeit zu senken.
Ja, und dann habe ich das Nähtier tatsächlich mit Bupanze vollständig besiegen können. Das Nähtier ist halt auch bekannt dafür, nicht so viel Schaden zu machen, und deswegen musste der Hackersteller hier die Attacke Geowurf einbauen, um das Nähtier zumindest ein bisschen gefährlich zu machen. Das macht hier aber nur 15 Fixschaden, basierend auf dem Level, und das war einfach nicht so viel. Der Kill war zwar relativ knapp mit Pupanze, er hat aber zumindest funktioniert. Danach kam dann aber ein Relikant rein. Und das kann natürlich im Early Game ziemlich broken sein, ich hatte aber glücklicherweise dafür mein Lilijep, um das Vierfach effektiv anzugreifen. Also das war dem Matchup geschuldet jetzt nicht so gefährlich, das könnte aber für manche Challenge Runs, wenn man keine Pflanzencoverage hat, ein ziemlicher Endgegner sein, direkt beim ersten Orden. Tja, und dann kam Anorith, was denke ich zu erwarten war in Metoros City, weil das ist ja bekannt für die Fossilien. Da konnte ich aber Panzeron einwechseln und mit Metallklaue sogar sehr effektiv angreifen. Man muss aber auch hier mal wieder positiv dazu erwähnen, dass Anorith hätte bereits Excisors, um Lilijep sehr effektiv anzugreifen und auch Rock Slide mit Step, also das hat eigentlich recht gute Coverage und ist hier bereits sehr stark aufgestellt. Danach wurde es dann aber erst richtig dreist, weil dann ging es weiter mit einem Potrot mit Fluch und Walzer. Das Ding ist absolut broken. Es ist im Early Game fast nicht tot zu bekommen, selbst mit Metallklaue wird es einige Hits tanken können, vor allem nach Fluch. Ja, und Walzer ist natürlich absolut unfair. Damit könnte es theoretisch mein gesamtes Team in zwei Hälften zerreißen, wenn ein paar Chains durchgehen. Ich konnte aber Potrots Genauigkeit hier Gott sei Dank senken, über Sandwirbel von Panzeron und es dann langsam killen über Metallklauen. Das Ganze hat insgesamt eine Ewigkeit gedauert und glaubt mir, viele Challenge-Teams hätten hier einfach nicht den Hauch einer Chance. Man braucht praktisch das perfekte Out, sonst kann man das Teil nicht besiegen. Zumal Käfergesteins-Pokémon jetzt auch nicht gerade viele Schwächen haben, aber zum Glück hatte ich hier ein Out. Und der Rest des Kampfes lief dann eigentlich auch ziemlich gut. Sie hatte noch ein Lilijep, was ich ebenfalls besiegen konnte, einfach über Panzeron, was hier einen mega guten Job gemacht hat. Das Lilijep hatte allerdings Ancient Power und könnte damit theoretisch einen Omniboost bekommen auf all seine Werte, also auch das könnte passieren. Und dann kam auch noch ein Lunastein, ebenfalls auf Level 15. Und da musste ich dann Panzeron irgendwann opfern, weil es nicht mehr weiterkämpfen konnte. Ich habe aber dann mein eigenes Lilijep eingewechselt, um zumindest sehr effektiv anzugreifen über Mega Drain. Und das hat dann auf lange Sicht auch funktioniert. Man muss echt sagen, mein Team hatte hier ein sehr, sehr gutes Matchup und ich bin recht schnell weitergekommen. Aber Felicia ist für eine erste Areneleiterin schon wirklich extrem schwer gewesen. Die hatte sehr viele Pokémon und auch echt gute Movesets. Und nach einem relativ angenehmen kleinen Kampf gegen einen Rüpel, der das Wingerland führt vom Kapitän im Metaflurtunnel, musste ich dann irgendwann antreten gegen Maike in Metoros City. Und Maike ist hier sehr viel besser als im Base Game. Die hat ja für gewöhnlich nur zwei Pokémon und ist gar kein richtiger Boss, könnte man sagen. Hier allerdings hat sie auch mal wieder ein volles Team und das hat mich sehr gefreut. Und die hat hier begonnen mit einem Porenta, das konnte ich aber ganz gut wollen über Stoll Junior und Roxrow und ich habe hier sogar einen Crit bekommen gegen Mudslap, was mich immerhin vielfach effektiv getroffen hat. Als aber dann die Dorina reinkam, wusste ich, es kommt wahrscheinlich Doppelkick oder so und da habe ich dann Panzeron eingewechselt und es kam tatsächlich Drill Run, eine sehr starke Bodenattacke. Panzeron war dagegen allerdings komplett immun und ich konnte dann die Dorina ohne Probleme ausstallen. Ich hätte aber noch paralysiert werden können, theoretisch von Secret Power zu 30%. Also die Dorina war zumindest ein kleines bisschen gefährlich. Wo es aber dann wirklich gefährlich wurde, war bei Jungblut. Weil das ist für Panzeron natürlich sehr bedrohlich wegen Feuerattacken. Ich konnte dort jetzt aber Stoll Junior opfern, um safe rüberzukommen in Pupanze. Und da das Kampfattacken resistiert und von Glut hier nicht so viel Schaden nimmt, konnte ich hier Jungglut knapp two-shotten über Psybeam. Also Pupanze hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, das Team ein kleines bisschen zu entlasten. Ja, und dann ging es weiter mit Shiggy, was ich früher oder später wallen konnte, einfach über Lilijep und Mega Drain, weil das natürlich eine große Pflanzenschwäche hat. Und nach einiger Zeit hat sie dann irgendwann Minun eingewechselt. Und ich dachte dann eigentlich, dass ich das Pokémon wallen kann über Lilijep, ohne große Schwierigkeiten. Allerdings habe ich hier über Mega Drain erstaunlich wenig Schaden gemacht. Naja, und das Minun hatte auch noch eine Beere und hat dann später sogar Seismic Toss revealed, um so viel Schaden zu machen, wie es Level hat. Und das wurde mir dann für Lilijep ein bisschen zu unangenehm, falls ich es später nochmal brauchen sollte beim letzten Pokémon. Und deswegen habe ich hier nochmal Tunnel eingewechselt, um neutral anzugreifen über Bodycheck.
Tatsächlich wäre das aber gar nicht notwendig gewesen, weil ihr letztes Pokémon war nur eine Endivie und das konnte natürlich gar nichts tun gegen Panzeron. Also dieser Maike-Fight hier, der war definitiv leichter als der gegen Felicia, aber die hatte trotzdem fürs Early Game immer noch ein stabiles Team. Wo es aber dann natürlich wieder schwieriger wurde, war in der Kampfarena von Camillo. Denn natürlich ist Troys Stahl-Gesteins-Team relativ anfällig gegen Kampfattacken, man muss aber auch hier wieder dazu erwähnen, dass Panzeron ein recht gutes Matchup hat und das hatte auch mittlerweile Aerial Ace gelernt und ist somit der große Hoffnungsträger. Und es war halt einfach nach wie vor mein einziges vollentwickeltes Pokémon. Ich hatte bei diesem Kampf hier aber ein Riesenproblem. Panzeron hat keine One-Shots raushauen können. Und deswegen musste ich die Pokémon von Camillo immer erst vorbelasten mit anderen Mons, um Panzeron zu schonen. Und so habe ich hier beispielsweise Notsituationen eingesetzt, um sein Capoeira vorzubelasten. Und als dann Kikli reinkam, konnte ich tatsächlich knapp Tunnel einwechseln, ganz knapp 2 Hits tanken und einmal Takedown nutzen. Und der kleine Chip-Damage hat ausgereicht, um den Kill mit Panzeron vorzubereiten. Und als er dann natürlich auch noch Nocturne eingewechselt hat, wollte ich eigentlich in Pupanze gehen, um eine Kampfattacke zu resistieren. Es kam allerdings Gesteins-Coverage into Shadow Punch. Und ich habe nur überleben können im tiefen roten Bereich. Das kleine Vorschwächen hat aber auch hier wieder ausgereicht für Panzeron und dann kam Mediti rein. Und Mediti hatte hier Fake Out und ich konnte das wieder mit Panzeron nicht one-shotten, ich musste hier also Anorith opfern. Dann war aber mein Team praktisch am Ende, weil Lilijep hier natürlich gar nichts reißt bei dem Orden. Und da musste ich noch Quappo besiegen und komplett Hariyama einfach nur über Panzeron. Und das hat nur deswegen funktioniert, nach wirklich etlichen Tries, weil ich Hariyama irgendwann mal wegcritten konnte. Also wirklich, ohne Panzeron hätte ich hier praktisch gar nichts gerissen und Camillo war komplett übertrieben. Ich hab's aber irgendwie geschafft, ohne hier zu leveln. Zur Belohnung kam dann allerdings eine der unfairsten Stellen aus dem gesamten Playthrough. Und zwar musste ich dann in einem Museum gegen 2 Team Aquarüpel kämpfen, in a row, ähnlich wie in Pokémon Emerald. Allerdings waren das hier Bossgegner mit jeweils 6 Pokémon und man kann sich zwischen denen in keinster Weile heilen oder abspeichern. Wir reden also von einem 12 gegen 6 gegen unter anderem sehr viele Wasser-Pokémon. Das kann ja nur fair werden. Tja, und ihr seht hier schon, ich musste auf Level 23 gehen. Ich musste hier also erstmals ein bisschen überleveln und ihr seht auch gleich warum. Ja, ich konnte hier aber Muschas zwingen, sich zu sprengen und als dann Sternu reinkam, konnte ich hier gezielt Amrena-Bären tragen, um das ein bisschen auszutricksen. Das spammt hier nämlich sehr gerne Donnerwelle und so konnte ich noch einmal Aerial Ace einsetzen mit Panzeron und dann rüberwechseln in Lilijep für Mega Drain, um das relativ gut zu besiegen. Hier allerdings noch keine Paralyse zu bekommen, war auch sehr, sehr wichtig für später. Das nächste Pokémon war dann aber auch ziemlich gefährlich, weil das war dann Tyrakrok mit Brick Break. Das hätte also Lilijep sehr effektiv angreifen können und ich habe mich dann dazu entschieden, praktisch mein Anorith zu opfern, weil Tyrakrok für mein gesamtes Team saugefährlich wäre. Ich konnte aber mit Anorith hier zumindest einige Male Rock Tomb rausbekommen, um auch seine Init zu senken und dann konnte später Tyrakrok finishen über mein Panzeron, ohne Panzeron vorzubelasten. Und dann konnte ich sogar den gesamten restlichen ersten Fight zu Ende führen, einfach nur über Panzeron. Ich meine, der Trainer hatte jetzt noch einen Mund hier, was nervig werden konnte über Tagedieb, weil es sich immer wieder gegengeheilt hat. Das führte aber nirgendwo hin und ja, auch Surfer vom Mund hier macht nicht so viel Damage, weil es natürlich eigentlich eher ein physisches Pokémon ist. Also das war ganz in Ordnung. Und dann kam ein kleines Slimer rein, was ich sogar wegcritten konnte und das letzte Pokémon war dann ein Lombrero mit sogar Flugschwäche. Also insgesamt schlief der erste Trainer hier eigentlich relativ gut. Für den hätte ich aber auch niemals leveln müssen. Das große Problem war der zweite. Denn der hatte jetzt wie gesagt auch nochmal 6 Pokémon und dementsprechend wieder ein vollständiges Team. Und der hatte auch stellenweise wirklich sehr unfaire Pokémon dabei. Beispielsweise hat die Trainerin hier einfach geleadet über ein Isso mit Konterattacken und Abgangsbund. Ich konnte das aber Gott sei Dank outen relativ easy über Sand Attack Spam mit Panzeron, into halt starke Schadensangriffe, wodurch die Konterattacken nicht mehr konstant treffen konnten. Also das war eigentlich fast noch ein Geschenk von dem Gegner hier, weil das ein easy Kill war. Auch wenn sowas natürlich für andere Challenge-Teams potenziell sehr bedrohlich wäre, weil bei Isso kann man nicht auswechseln. Das nächste Pokémon war dann aber ein Lumpy und das hätte praktisch mein gesamtes Team outen können.
Ich musste also sofort rüberwechseln in Pupanze, was immun war gegen Elektroangriffe, und dann habe ich mich gesprengt über Finale, nachdem ich ganz, ganz knapp eine Wasserattacke irgendwie überleben konnte. Ja, aber dann kam ein Dratini und das war einfach nur unfair. Das hatte hier bereits dermaßen früh im Spiel einfach Drachenwut und konnte mein gesamtes Team two-shotten. Ich konnte hier aber dreist einfach Stoll Junior opfern, um safe rüberzukommen in Metang, und das war jetzt auf Level 23 Gott sei Dank stark genug, um tatsächlich Dratini zu two-shotten. Und das war auch unglaublich wichtig, weil mein Panzer Aeron beispielsweise hatte ja nur noch 40 KP. Was dann aber Metang noch alles reißen konnte, hätte ich niemals vorhergesehen. Ich konnte dann noch einen Cosilla one-shotten über Metallklaue und als dann Weimar reinkam, konnte ich das noch komplett ausdollen, weil ich über Konfusion hier eine Verwirrung bekommen habe, zu 10%, die auch noch gemattert hat. Das war insgesamt wirklich mega lucky, weil das letzte Pokémon von der zweiten Trainerin hier ist auch extrem gefährlich. Denn das war nämlich noch ein sehr, sehr mächtiges Perlu mit unter anderem den Attacken Regentanz und Muddy Water. Ich konnte aber dann Gott sei Dank noch Lidiep einwechseln und sehr effektiv angreifen über Mega Drain, um Perlu zu besiegen. Glaubt mir Leute, auf Level 20 war das Ganze hier praktisch undenkbar und ich habe überhaupt kein Land gesehen. Vor allem die zweite Trainerin war einfach komplett übertrieben und hier mit Drachenwut rumzuspammen ist schon wirklich mehr als nur dreist. Aber das hier waren wirklich coole Bosskämpfe, auch wenn die vielleicht ein bisschen grenzwertig waren. Danach ging es dann aber weiter mit dem nächsten Maike-Fight oberhalb der Stadt und der letzte Maike-Fight in Meteoros City, der war ja relativ easy gewesen. Also wie ist denn jetzt dieser hier gelaufen? Sie hat begonnen mit einem Minun mit Donnerwelle und ich habe gestartet über Anorith und Amrenabeere, um die Donnerwelle auszukontern und dann konnte ich Minun einfach two-shotten über Felsgrab. Und als dann Tauboga reinkam, hatte das natürlich eine Gesteinsschwäche und obwohl das sogar Anorith relativ gut vorschwächen konnte durch Stahlflügel, habe ich das ebenfalls über Anorith besiegen können. Aber dann kam ein Shillok rein und da wollte ich dann in Lilieb gehen, um das über Pflanzenattacken einfach auszustollen. Das Shillok hat mich hier aber ebenfalls ein bisschen überrascht. Es hatte nämlich Ice Punch als speziellen Coverage-Move, der Lilieb sehr effektiv treffen konnte und deswegen hat man Lilieb hier einfach mal den Kampf verloren. Ich konnte aber Shillok zumindest in den roten Bereich bringen und später finishen über Panzer Aeron und dann war der Kampf hier tatsächlich auch schon so ein bisschen gelaufen. Ich meine, sie hatte dann noch ihr Jungglut, was versucht hat über Porza zu setupen, was recht dreist war, das konnte ich aber einfach so two-shotten und dann kamen noch Nidorina und auch Lorblatt, die beide halt einfach gar keine Moves haben gegen Panzer Aeron. Ich kann also festhalten, auch dieser Maike-Fight hier ist gar nicht mal so schwierig. Und es ist schon irgendwie witzig, dass Maike, selbst in ROM-Hacks, die Hardcore sein sollen, irgendwie gar nicht mal so krass ist. Und selbst in anderen Hacks, wie beispielsweise Radical Red oder so, wo sie auch überraschend einmal auftaucht, enttäuscht sie immer wieder. Das ist mittlerweile an dem Punkt fast schon ein Meme, aber ich würde sagen, wir schauen mal, wie gut sie hier später noch wird. Es werden ja noch einige Kämpfe gegen sie kommen. Und nachdem es dann zu einem Trollkampf kam gegen Heiko, vor der Arena von Malvenfroh City, der hatte nämlich nur einen Trassler auf Level 70 ohne richtiges Moveset, musste ich dann antreten gegen Walter in der Elektro-Arena. Und der ist ja generell in Emerald bekannt dafür, verdammt unfair zu sein und das ist bei Emerald Kaizo nicht unbedingt anders. Der ist auch hier wieder, wie die anderen Arena-Leiter, komplett übermächtig aufgestellt und natürlich hatte mein Team auch eine gewisse Elektro-Anfälligkeit, vor allem weil Panzer Aeron halt einfach Schwäche hat. Ich habe hier versucht anzutreten auf seinem Level, und zwar Level 28, das war aber wirklich brutal. Er hat hier begonnen mit einem Blitzer, weil sie sofort sprengen musste mit Pupanze, weil ich dagegen einfach schon fast gar keine Antwort hatte, es hat auch mein gesamtes Team outspeedet, und dann kam Lanturn rein. Ich habe ja eben schon erwähnt bei den Aquarüpeln, dass Lampi ein ziemliches Monster war, und das habe ich ja da schon sprengen müssen. Aber Lanturn ist um ein Vielfaches schlimmer. Ihr seht hier so ein bisschen abgespeedet, wie Lanturn einfach mein gesamtes Team zerfetzt hat. Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, in etlichen Konstellationen, und es war klar, das hier kann man nicht gewinnen, ohne dass Troy zumindest ein bisschen überlevelt. Und ich war an dem Punkt wirklich unsicher, wie viel ich jetzt überleveln muss, weil ich halt echt gar kein Land gesehen habe. Ich meine, natürlich hat Walter auch mal wieder insgesamt 6 Pokémon, und ich hatte bisher nur 2 Stück gesehen. Das ist gar kein gutes Zeichen. Und dass er hier bereits Surfer, Donnerblitz und Ice Beam spielt,
macht es nicht unbedingt leichter. Ich hab's aber dann tatsächlich nochmal versucht anzutreten auf Level 33, was ja jetzt nicht so viel war, ich habe aber dann erstaunlich große Erfolge erzielen können. Ich konnte jetzt beispielsweise Mudslap spammen, einfach gegen Blitzer mit Stolrak, und dann konnte ich nach dem Opfer von Stolrak in Lilieb gehen und Blitzer fertig ausstollen. Und so hatte ich schon mal ein relativ gefährliches Pokémon besiegt, ohne allzu viele Ressourcen zu verschwenden, beziehungsweise auch noch nicht die Sprengung von Pupanze. Und als dann wieder Lanthorn reinkam, war dieser Kampf hier wie ausgewechselt. Diese 5 Level-Ups haben wirklich viel bewirken können und ich konnte jetzt über Mega Drain Lanthorn vollständig besiegen. Lanthorn ist halt eher ein defensives Pokémon und hat auch kein Step auf Ice Beam und macht dementsprechend nicht so viel Schaden. Dass ich jetzt aber einfach so den Kill hinbekomme und dabei sogar im grünen Bereich bleibe, das hätte ich nicht unbedingt kommen sehen. Tatsächlich war aber Lilieb hier gar nicht unbedingt der Star der Show. Denn das dritte Pokémon war dann Electek, was Lilieb sehr schnell über Ice Punch besiegen konnte. Ich konnte Electek aber anschippen. Und dann habe ich hier Anorith eingewechselt und über Rock Slide Electek einfach outspeedet und gefinished. Und als er dann Raichu eingewechselt hat, der gute Walter, habe ich das über Rock Slide ebenfalls outspeedet und flinchen lassen. Und so hatte ich plötzlich insgesamt 4 Kills in der Tasche. Und dann ging es zwar weiter mit einem sehr tankigen Ampharos, ich wusste aber, da kann ich Pupanze einwechseln, denn es kommt ja safe eine Elektroattacke und da habe ich mich dann gesprengt. Und mit dem Chip-Damage von der Sprengung, der echt krass ausgefallen ist, ich habe hier fast den Kill hinbekommen, konnte ich dann wieder Ampharos finishen über Anorith und dann konnte ich auch noch Voltenso einmal angreifen über Anorith und dann später finishen über Excisor von Panzeraeron und noch einem finalen Angriff von Metang. Und es wurde dann am Ende noch unfassbar knapp, auch auf Level 33, wegen Voltensos Flamethrower, ich hab's aber irgendwie schaffen können. Kurz darauf gab es dann aber mal wieder eine sehr große Überraschung, und zwar gab es auf dem Weg nach Lorbwechselfeld ein weiteres Trainer Rot Battle. Und er hatte jetzt bereits sein gesamtes Team aus Pokémon Gold und Silber aus dem Postgame, also 5 vollentwickelte Pokémon mit ausgewogenen Typen und auch noch Pikachu. Es wird also immer schwieriger. Und mit Pikachu hat er natürlich jetzt auch geleadet, ich konnte aber mit Metang anfangen und Volt-Tackle predikten. Und das konnte mich hier zwar neutral treffen, es macht aber auch extrem viel Recoil-Damage und so konnte ich Pikachu hier relativ schnell ausschalten. Gegen Lepomentas hätte das aber natürlich wieder Surfer gehabt, deswegen musste ich da vorsichtig sein. Ja, und dann ging es weiter mit Relaxo und das ist hier auch mit das Gefährlichste. Relaxo besitzt hier einfach mal die Attacke Fluch. Und wenn es damit eskalieren sollte und sich vielleicht wieder voll heilt über Erholung, ist es einfach nicht mehr aufzuhalten. Dann könnte ich es nicht mal mehr sprengen. Ich habe hier also sehr schnell Metang geopfert für ein bisschen Chip-Damage und dann bin ich in Anorith gegangen, was halt Normalattacken resistiert und habe dann auf Flinches gehofft über Rock Slide, die auch Gott sei Dank kamen. Wäre das Ding hier eskaliert, hätte ich es definitiv nicht mehr stoppen können. Relaxo ist eines der tankigsten Pokémon der ersten paar Generationen und es kann manchmal praktisch unbesiegbar werden, natürlich je nach Challenge-Team. Das war aber nicht das einzige tankige Pokémon, was Trainer Rot gespielt hat, denn er hatte auch noch sein Turtok. Und dagegen hatte ich einfach kein vernünftiges Out. Ich habe hier versucht, Bedilieb irgendwie gegenzustallen, aber Mega Drain hat wirklich wenig Schaden gemacht und tatsächlich hatte Turtok sogar Spiegelcape, um ein Mega Drain einfach zu kontern. Ich habe also am Ende hier dem Turtok nicht wirklich viel Schaden machen können und ich musste es dann sprengen über Lepomentas. Es ging einfach nicht anders. Aber zumindest hatte sich das mittlerweile entwickelt. Der Rest des Teams lief aber dann relativ gut, muss man sagen. Es kam dann Glurak rein, was mich über Erdbeben nicht one-shotten konnte, auf meinem Stolrak. Ich habe das also gekillt über eine Gesteinsattacke. Und dann kam Visaflor rein, was natürlich absolut gar nichts tun konnte gegen Panzeraeron. Panzeraeron ist einfach in dieser Gen hier das ultimative Out gegen Pflanzen. Es kann praktisch überhaupt nicht angegriffen werden und macht sehr effektiven Schaden, der echt gar nicht mal so übel ist. Was ich aber auch noch besiegen konnte über Panzeraeron, war das komplette Psyana. Und das wäre gar nicht unbedingt notwendig gewesen, weil ich hatte ja auch noch Anorith, was sogar sehr effektiv hätte angreifen können. Aber gut, über Kreuzschere habe ich hier sehr, sehr guten Schaden gemacht und ich konnte Trainer Rot dann stoppen. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, der wird später nochmal wiederkommen, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen und er wird auch noch stärker werden. Ich fand es also ganz cool, dass er hier schon quasi als Machtdemonstration vor der 4. Arena sein gesamtes klassisches Team ausgepackt hat. Das war eine sehr, sehr coole Überraschung. Das war aber bei weitem nicht die einzige Überraschung, die ich auf dem Weg zur 4. Arena gesehen habe.
Ich musste jetzt beispielsweise auch gegen Kalle kämpfen von Team Magma, also einen Vorstand mit einem richtigen Team. Und direkt danach kam dann Mark von Team Magma und der hatte jetzt sogar zum ersten Mal ein legendäres Pokémon dabei. Und ich wiederhole nochmal, wir sind immer noch vor dem vierten Orden und es fängt jetzt schon an mit Legendaries. Das ist ziemlich gemein, aber man muss sagen, dass Legi, das war noch halbwegs fair. Er hatte nämlich einen Regi-Stil und das konnte ich relativ leicht zur Sprengung überreden, als ich mit Lepomentas geleadet habe. Und das konnte ich predikten und mit Stolrak die Explosion dann einfach so absorbieren, weil das resistiert vierfach. Und als dann sein Zwirklopp reinkam, hatte das nur Nachtnebel gegen Stolrak und ich konnte das doch komplett über Stahlattacken besiegen, unter anderem, weil ich einen Crit bekommen habe. Also Stolrak hat hier wirklich mal wieder eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe aber dann Stolrak sogar am Leben gelassen, weil als drittes kam Lepomentas rein von Mark und ich wusste, es kommt eine Bodenattacke und dann konnte ich safe in Panzer Aeron wechseln und mit Excessor ganz guten Damage raushauen. Dummerweise hat sich aber hinten raus sein Lepomentas gesprengt, ähnlich wie es meins das auch gerne macht und dementsprechend hat hier Panzer Aeron leider unglaublich viel Schaden genommen. Es konnte aber überleben. Mit am gefährlichsten von ihm war aber definitiv sein X-Bart. Das hatte nämlich Heatwave, um mein Panzer Aeron sofort zu finishen und als ich da drüber gewechselt bin in Anorith, um Rockslide zumindest rauszubekommen, wurde ich dort natürlich auch outspeeded und einfach so in zwei Hits umgehauen. Ja, und gegen mein Metang, was ich dann benutzt habe, um X-Bar zu finishen, war Heatwave natürlich auch sehr effektiv. Gott sei Dank hatte ich aber noch genug KP auf meinem Metang, um noch einen Thunder Punch von einem Simsala zu tanken und dann konnte ich das besiegen über Lilijep, was aber auch wieder zur Hälfte besiegt wurde. Und das letzte Pokémon war dann ein Hundemon, wo ich Lilijep aufgeben musste und mich sprengen musste mit Lepomentas. Und ich hatte den Kampf dann am Ende nur gewonnen, weil ich noch Stolrak besessen habe im roten Bereich. Das war ein unglaublich knapper Sieg und ein wirklich cooles Mark-Battle. Und vermutlich sogar mit das beste Mark-Battle, was ich in Gen 3 jemals gesehen habe. Nun kommen wir aber endlich zur vierten Arena und da sehen wir jetzt endlich mal eines der großen Markenzeichen von Kaiser Emerald. Und zwar Wetter auf der Overworld. Es gibt hier einfach einen permanenten Sonnentag in der Feuerarena und Troys Team ist ja sowieso schon sehr anfällig gegen Feuerattacken, weil es halt unter anderem ein Stahlteam ist. Und dementsprechend habe ich mir hier sehr große Sorgen gemacht. Das Gute war aber, die Levelkurve ist jetzt auf ungefähr Level 42 angezogen und ich konnte jetzt Lilijep und Anorith entwickeln, was den Fight hier etwas möglicher gemacht hat, weil es halt beides Gesteins-Pokémon sind. Einfach war es aber trotzdem nicht und Flavia ist hier ein ziemliches Monster. Ich wollte hier zunächst mal sweepen mit Amaldo, ich wurde aber gnadenlos outspeeded von Alien-Pokémon. Und ihr Volnona hatte Hypnose, was stellenweise recht nervig war und ihr Glurak macht relativ guten Schaden. Ich habe es aber nach einigen Tries zumindest hinbekommen, mit Amaldo zwei Kills zu machen. Danach kam dann aber jedes Mal Logok mit Blaze Kick und das hat Amaldo einfach so besiegt. Ich konnte dann aber zumindest in Panzer Aeron gehen, um eine Flugattacke zu machen und so konnte ich Logok anschippen, um es später zu finishen über Lepomentas. Und da Panzer Aeron bei dem Fight hier sowieso nicht so viel bringt, war das eigentlich ein recht guter Nutzen. Wo es aber dann besonders kritisch wurde, war beim vierten Pokémon Arcani. Und da wollte ich jetzt folgendes tun. Ich wollte in Vilie wechseln, um mich gegenheilen, während ich ab und zu einfach Spiegelcape mache. Und das ist eine Konterattacke, die spezielle Attacken zurückwirft mit doppelten Schaden. Das Dumme ist nur, man könnte hier jederzeit gekrittet werden und das ist gar nicht gut für Vilie und ich musste halt auch noch in die erste Attacke reinwechseln. Und es war dann jedes Mal ein langes Hin und Her, was ich einige Male auch verloren habe, Flavia hat mich hier diverse Male besiegt. Irgendwann hat diese Technik aber mal funktioniert und Vilie konnte Arcani praktisch im Alleingang aufhalten, obwohl es in eine Attacke reinwechseln musste. Das war schon relativ beachtlich, also ich hätte hier wirklich gar nichts gerissen ohne die Fossilien. Und danach kam dann auch noch Formio in der Feuerform, was ich besonders cool fand. Und dort habe ich dann Metang geopfert, weil es für den Fight hier wirklich überhaupt nichts bringt. Und dann bin ich hier in Stolos gewechselt, weil ich herausgefunden hatte, dass ich ganz, ganz knapp eine Feuerattacke in der Sonne von Formio überleben kann. Und das ohne Sturdy, weil das gute Sturdy gab es in dieser Generation noch gar nicht. Ja, und dann konnte ich Castform one-shotten über Antikraft und das letzte Pokémon war ein Tonupto, was ich dann früher oder später gesprengt habe über Lepomentas, weil ich hatte ja noch Vilie, was bisher nicht gestorben war und deswegen war das Ganze hier kein Unentschieden. Es lief insgesamt eigentlich ganz okay für so einen schwierigen Feuerorden,
Aber wie gesagt, ohne die Fossilien wäre ich hier absolut gar nichts gewesen und ich konnte wirklich dankbar sein, dass die Levelkurve hier angezogen war, bis auf Level 42. Das hier ist aber auch nicht der letzte Wetterkampf. Und als Spieler kann man das Wetter an Kaizo Emerald praktisch gar nicht ändern. Das hier war aber auch generell der Punkt, wo ein großer Umbruch stattgefunden hat. Die Levelkurve war jetzt angezogen, bis auf Level 48 und ich konnte jetzt sogar Metagross spielen. Ich hatte also mittlerweile mein ultimatives Team und ich musste jetzt gegen Norman antreten. Und ab hier waren alle restlichen Boss-Battles einfach nur noch komplett übertrieben. Und Norman beispielsweise war jetzt ein Doppelkampftrainer. Und ich fand es wirklich sehr, sehr cool, wie Norman hier geleadet hat. Und zwar über Skillswap Sianna und Leta King. Und Skillswap konnte hier die schlechte Fähigkeit von Leta King entfernen, damit Leta King komplett busted wurde. Leta King ohne Downside ist stärker als so manches über Legi. Es ist absolut übertrieben. Ich konnte das aber gezielt auskontern über Zertrümmerer von Metagross into Superpower von Amaldo, was ich mittlerweile besessen hatte. Und so konnte ich Leta King in der ersten Runde besiegen und dann sah der Kampf hier eigentlich ganz gut für mich aus. Es war dennoch noch ein langes Hin und Her und Normans Team ist wirklich sehr, sehr stark aufgestellt. Er hat nämlich auch noch einen Tauros, einen Schwalboss, einen Kangama und ein mächtiges Relaxo. Dadurch, dass ich aber so viele Normal-Resists hatte mit Troys Team, lief es eigentlich ganz in Ordnung. Ich musste aber hinten raus extrem vorsichtig sein mit Relaxo, weil das wie gesagt komplett außer Kontrolle raten kann und natürlich konnte auch das mal wieder so ein bisschen setupen. Ich habe es aber ganz am Ende schaffen können, mit Lepomentas und Panzereron Relaxo so ein bisschen anzuchippen und dann im perfekten Moment auf die Explosion zu drücken, die auch nur noch Relaxo getroffen hat, um dann den Kampf hier zu besiegeln. Und dadurch, dass Panzereron halt so dermaßen physisch defensiv ist, konnte das die Explosion noch wegstecken, ohne mit in den Tod gerissen zu werden, wodurch ich der Sieger war. Also ganz ehrlich, hätte ich hier die ganzen Resists nicht gehabt, dann hätte ich vermutlich leveln müssen. Und nach einem kleinen Minibosskampf im Klimainstitut gegen einen Team Aqua-Vorstand ging es dann weiter mit dem nächsten Maike-Battle kurz vor Baumhausen City und die war ja beim letzten Mal nicht so stark. Also wie ist die denn jetzt aufgestellt? Naja, was soll ich sagen? Die hatte begonnen mit einem Raichu, was sich in Regentanz verrannt hat, das war also One-Shot durch Lepomentas und dann kam Nidoqueen rein, was auch eine Bodenschwäche hat, das habe ich also einfach so getoo-shottet. Und dann habe ich hier Lepomentas einfach weggeschmissen bei ihrem dritten Pokémon, einem Pixie, durch Explosionen. Und ich hatte plötzlich gegen Maike bereits 3 Kills in der Tasche. Und habe ich erwähnt, dass Maike hier nicht mal ein vollständiges Team hat? Das heißt, der Kampf hier war fast schon gelaufen an dem Punkt. Und als viertes hatte sie dann ein Meganie, was ich besiegen konnte über Amaldo und Excelsors einfach so mit Step. Und das letzte Pokémon war dann noch ein tankiges Turtok. Und dem muss man lassen, okay, es hatte Water Spout, also von Tränen, eine sehr, sehr mächtige Wasserattacke, die bis zu 150er Base haben kann, wenn Turtok hier volles Leben hat. Ich konnte das aber easy ballen über Vilie und wollte es eigentlich wegkontern. Und als das nicht so wirklich funktioniert hat, bin ich selbst in die Offensive gegangen und dann habe ich Turtok hier wirklich sehr schnell besiegen können. Also wir können festhalten, die Boss-Battles werden ab hier wirklich sehr, sehr hardcore, aber das gilt nicht unbedingt für Maike. Die ist einfach wirklich ein Meme mittlerweile und ich finde es schon sehr witzig, dass sie selbst in Kaizo Emerald nicht wirklich stark ist. Danach war die Schonungsphase aber auch schon wieder vorbei, weil es ging jetzt weiter mit Wipke in der Flugarena und da kann man natürlich sagen, okay, ich habe mit dem Team von Troy eigentlich ein ganz gutes Matchup wegen meinen Gesteins- und Stahl-Pokémon mal wieder. Allerdings macht Wipke hier mal wieder einen sehr dreisten Doppelkampf und Flug ist generell wirklich kein schlechter Monotype. Sie hat hier einfach geleadet über Zapdos und Aerodactyl. Und sie hatte auch noch die anderen legendären Vögel, also auch Lavados und Arctos und dann auch noch ein X-Bart und ein Libeldra. Was ja nicht mal ein Flug-Pokémon ist, das hat einfach nur Schwebe. Ja, und das Ganze ist deswegen ein Doppelkampf, weil sie halt Erdbeben spammen möchte, während sie selbst immun ist. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Und dagegen ist natürlich auch Troys Team relativ anfällig. Ich konnte hier aber einfach so leaden über Amaldo und Vilie und schon mal relativ viel rausholen. Und das Schöne ist halt, vor allem Lavados und Arctos haben sogar eine mal 4 Schwäche gegen Gestein und die konnten dementsprechend mir nicht so viel entgegensetzen. Es war natürlich trotzdem kein leichtes Boss-Battle und ich bin auch hier mal wieder bis auf den letzten Mann runter, ich konnte aber zumindest gewinnen. Und das sogar obwohl ich hier keine Explosion zünden konnte,
Lepomentas wurde nämlich gekillt, einfach so über Eisschart. Das war relativ dreckig. Ja, und am Ende hat dann nur noch Panzer Erron gegen Libeldra im Kampf gestanden. Und Libeldra hat sich dann verrannt in sinnlose Erdbeben und ich konnte es irgendwann besiegen. Wipke war aber ebenfalls wirklich sehr, sehr stark. Aber wie lief denn jetzt der letzte Kampf gegen Maike in Segrabsulp City? Ich kann dir schon mal dazu sagen, die ist hier Pflicht, weil die halt leicht umplatziert wurde, aber die bisherigen Kämpfe gegen sie, die waren ja nicht so spannend. Naja, die hat dir geleadet über Miltank und das konnte ich ganz gut schlagen, einfach so über Amaldo. Ich meine, Miltank hatte Erdbeben, was ganz gut wehgetan hat und Superpower macht Recoil Damage, es war aber nicht wirklich gefährlich. Und als es dann weiterging mit Meganie, habe ich sie einfach komplett outplayed. Ich konnte hier in Panzer Erron wechseln und einmal safe angreifen, während ich Grass Whistle predicted habe und dagegen hatte ich eine Maronbeere, um sofort wieder aufzuwachen. Und als sie dann in Ampharos gehen wollte, um Flugattacken zu resistieren, konnte ich selbst in Lepomentas wechseln, was immun war gegen Elektroangriffe. Ja, und dann habe ich hier Ampharos ohne Probleme besiegen können und es kam dann mal wieder Nidoqueen rein, ebenfalls mit einer fetten Bodenschwäche und dann kam auch noch Turtok. Warum auch immer sie das nicht vor Nidoqueen eingewechselt hat, aber gut, das habe ich dann einfach so sprengen können und dann habe ich Meganie einfach komplett besiegt, erneut über Panzer Erron. Und plötzlich hatte Maike hier mal wieder nur noch einen Pokémon übrig. Und da kann man jetzt zumindest sagen, okay, das war zumindest mega stark, es war nämlich Logok. Der Haken ist aber, das hatte Superpower und auch Overheat, die beide hier Recoil Damage machen, weil die Attacken halt verändert wurden und deswegen konnte ich jetzt einfach so meine restlichen Teammitglieder einwechseln und die praktisch wegopfern und Logok hat sich selbst besiegt. Also wenn Maike hier ein besseres Team gehabt hätte und ich hätte bei Logok nicht mehr so viele Ressourcen gehabt, dann hätte das ein schwieriger Bossfight werden können. Aber so war das Ganze ein erneuter First Try und sie war wieder nicht so schwierig. Es ist schon echt lustig mittlerweile. Danach folgte dann aber der zweite Kampf gegen Mark von Team Magma in seinem Hauptquartier und das wollte ich sagen, Freunde, das Spiel hier ist jetzt einfach komplett ausgerastet. Im gesamten Hauptquartier herrscht permanent mal wieder Sonne und das Team von Mark war stärker als praktisch alles, was ich zuvor gesehen hatte. Er begann hier mit einem Despota, was ich nicht one-shotten konnte, über Meteor Mash von Metagross und deswegen musste ich hier Panzer Erron opfern, um Despota so ein bisschen fortzubelasten. Und da Panzer Erron hier bei so einem Sonnenfight sowieso nicht so praktisch ist, habe ich dieses Opfer gerne gemacht. Ja, aber dann ging es weiter mit einem Gengar mit Fire Coverage in der Sonne, was mein Metagross Range One-Shotten konnte. Ich konnte hier aber manchmal überleben und Gengar ebenfalls fast mit einem Hit besiegen. Und nach dem Opfer von Metagross konnte ich es dann finishen, einfach über Vidie. Und für Vidie musste ich bei diesem Kampf hier noch extrem dankbar sein. Was soll ich sagen, Freunde, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich hier gar nicht richtig antreten können. Es kam dann beispielsweise einfach ein Arcani rein in der Sonne, was mein gesamtes Team in der Luft zerrissen hätte. Ich hätte dagegen praktisch gar nichts machen können. Vidie allerdings hatte hier keine Feuerschwäche durch seinen Gesteins-2-Typen und dementsprechend konnte ich mich hier gegenheilen und dann tatsächlich mit Spiegelcape irgendwann Arcani auskontern. Und dann konnte ich auch noch einen großen Teil vom Rest dieses Kampfes hier führen, einfach nur mit Vidie. Denn irgendwann kam dann Libeldra rein und das hat dann ebenfalls Solarstrahl, was ich kontern kann, oder auch Dracometeor. Alle Drachenattacken in der dritten Generation, auch bei dem Heck hier, sind allesamt speziell. Spiegelcape funktioniert also. Und nachdem ich irgendwann auch noch Libeldra komplett ausgestallt hatte, konnte ich auch noch gegen Kokoball vorgehen. Ich will an der Stelle nochmal wirklich klar machen, ich hätte keine Chance gehabt gegen dieses Team, auch nur im Ansatz, wenn Vidie hier nicht dabei gewesen wäre. Denn der Kampf hier ist nach dem Kokowai ja noch nicht mal zu Ende gewesen, denn tatsächlich spielt Mark hier auch mal wieder ein legendäres Pokémon. Und das war dann einfach mal ein Entei in der Sonne mit gebufftem Sacred Fire. Und da musste ich dann Vidie leider wegschmeißen, um in Amaldo zu kommen für einen Rock Slide. Und dann habe ich am Ende hier sogar noch das Entei sprengen müssen über Lepomentas. Und ich habe diesen Kampf hier nur abschließen können, weil Stolos noch am Leben war. Der Fight hier war eine komplette Katastrophe. Und hätte Vidie hier kein so gutes Matchup gehabt, hätte ich vermutlich extrem hochleveln müssen. Da hätte es gar keine Diskussion gegeben. Die meisten werden sich jetzt aber wahrscheinlich fragen, wie denn der Kampf gegen Ben und Svenja gelaufen ist. Das ist eines der ikonischsten Boss-Battles aus Pokémon Smaragd bei meinen Challenge-Runs hier und natürlich war das auch heute mal wieder ein großer Doppelfight.
Man muss natürlich dazu sagen, Choice-Pokémon, die können stellenweise Psycho-Attacken resistieren, aber es gibt halt auch sehr gute Psychomons und auch unter anderem sehr gute Psycho-Legendaries. Also wie ist das Ganze denn gelaufen? Beispielsweise haben sie hier geleadet über Latias und Latios, ein Legi-Geschwisterpaar, was hier prima gepasst hat. Ich konnte dort aber ein geniales Play machen. Ich konnte Lepomentas hier einfach sprengen, während ich auch Stolos draußen hatte, um beide in der ersten Runde einfach in den Tod zu reißen. Und da Explosion hier in der dritten Generation die gegnerische Verteidigung halbiert, hat der Schaden auch ausgereicht. Während Stolos resistiert hat, und Ben und Svenja haben Lepomentas in der ersten Runde halt nicht tot bekommen. Und dann ging es weiter mit Starmie und Meditalis, da konnte ich aber Metagross einwechseln und ich wusste, Stolos wird jetzt gefokust werden. Und dann habe ich hier Spukball gespammt, eine Geistattacke, die in Gen 3 noch physisch war, also perfekt für Metagross. Ja, und dann habe ich später noch Panzeraeron rausgeholt, als weiteres Stahl-Pokémon, was ebenfalls halt Psycho resistieren konnte. Es wurde aber dann nochmal relativ bedrohlich. Denn Ben und Svenja hatten auch noch ein Gardevoir und ein komplettes Hierarchy noch, also noch ein drittes Legi mit Fire Punch gegen Stahl-Pokémon und auch mit Meteor Mash gegen meine Gesteinsmons. Das Ganze war definitiv mal wieder kein leichter Bossfight, aber vor allem durch die perfekte Sprengung in der ersten Runde lief es dann doch eigentlich ganz gut. Das war aber natürlich mal wieder nicht der einzige Doppelkampf in Meteoros City, denn ich musste jetzt auch noch gewinnen gegen Mark und Kalle von Team Magma zusammen mit Troy. Und ich durfte auch heute mal wieder nur insgesamt 3 Pokémon in diesen Kampf mitnehmen. Ich kann euch zu diesem Kampf hier schon mal eine Sache sagen, Troy ist einfach ein reiner Troll. Der beginnt hier mit einem Aerodactyl, was die ganze Zeit nur Fliegen spammt und einem praktisch gar nicht hilft. Es wastet die ganze Zeit Runden für ein bisschen Chip-Damage alle 2 Turns und das ist einfach nicht genug. Ich konnte hier aber Folgendes tun. Ich konnte erstmal Gengar von Kalle besiegen über physische Spukbälle von Metagross, das war ein recht guter Start. Und dann bin ich rübergewechselt in Lepomentas, als ein Brutalander reinkam, um mich in die Luft zu sprengen für einen Doppelkill. Denn mein Plan war hier, einfach Kalle auszumerzen, damit Mark alleine weiterkämpfen muss. Und das letzte Pokémon von Kalle war dann Glurak, was ich einfach so finishen konnte über eine Gesteinsattacke von Amaldo. Und dann war dieser gesamte Doppelkampf hier auch relativ gut gewinnbar. Ein 2 gegen 1 kann man einfach sehr gut stemmen und hinten raus ist sogar Aerodactyl von Troy gestorben gegen ein Libeldra von Mark und dann kam Starmie rein, was mir halbwegs helfen konnte. Und das letzte Pokémon von Mark, das war dann ein mächtiges Metagross, das konnte ich aber bezwingen. Also insgesamt war der Fight hier eigentlich ganz gut gewinnbar, aber Troy war schon wirklich sehr, sehr schlecht. Dieses Aerodactyl war einfach nur eine Schikane. Wer jetzt aber vielleicht schon dachte, dass Meteoros City recht asozial war, der sollte sich mal die Urzeithöhle anschauen. Denn dort musste ich jetzt kämpfen gegen Adrian, mit nur 5 Pokémon sogar, weil ich den Kampf nur erreichen konnte durch den VM-Sklaven. Ich habe also Stolos hier taktisch daheim gelassen, weil es in der Urzeithöhle permanent regnet und das Pokémon dort sowieso aufgeschmissen wäre. Und natürlich hatte Adrian hier auch ein Regenteam und das Ganze war selbstverständlich ein Doppelkampf, um es noch schwieriger zu machen. Ich fasse es an der Stelle kurz, Troys Team kann nicht vernünftig antreten gegen Regenteams. Vor allem nicht, wenn permanenter Regentanz immer aktiv ist. Ich musste hier kämpfen direkt gegen Suicune und Raikou, also mal wieder sofort 2 Legis, die im Regen einfach nur komplett busted sind und die hatten auch beispielsweise Calm Mind, um praktisch unbesiegbar zu werden. Und dann hatte Adrian auch noch so nette Pokémon, wie beispielsweise Zetraking mit Swiftswim, was mein gesamtes Team outspeeden konnte. Er hatte natürlich auch einen Metagross, genauso wie ich. Und er hatte auch noch einen Baldorfisch, ebenfalls mit Swiftswim, um seine Inne zu verdoppeln. Und auch noch einen Dragoran. Ich bin hier natürlich auf Level 80 gegangen, weil ich auf Level 75 einfach gar keine Chance gesehen hatte. Und es war selbst auf Level 80 fast unspielbar. Ich habe am Ende nur deswegen auf diesem Level hier gewinnen können, weil die Kombination aus Velia und Metagross irgendwie die Legis stoppen konnte und bei meinem finalen Versuch hier hat Adrian einfach fast gar nicht Metagross angegriffen und das konnte dann ein paar Kills machen, halbwegs konstant. Ich meine, der Kampf hier war sogar so schwer, dass selbst der Pomentas sich nicht konstant hätte sprengen können und auch Amaldo war am Typ Nachteil. Und ganz ehrlich, Freunde, ich wusste, wenn später noch weitere Regenkämpfe kommen, werde ich dort vermutlich auch wieder überleveln müssen. Aber die Levelkurve, die stoppt bald. Ich war an dem Punkt schon fast Level 100 und der Run hier ist noch lange nicht zu Ende. Und dreimal dürft ihr raten, was danach passiert ist.
Ich bin dann in Juans Arena gegangen und das ist ein Wasserorden und dort hat es auch geregnet. Ich wusste also, es wird jetzt nochmal die Hölle über mich hereinbrechen, aber dann kam es noch schlimmer. Denn als ich oben den Leiter erreicht hatte, stand da nicht nur Juan, es stand auch Vasili da. Und mir wurde schnell bewusst, okay, ich werde jetzt zwei Bosskämpfe nacheinander im Regen führen müssen und Vasili ist nicht der Champ. Er kommt jetzt schon. Und das war wirklich extrem gemein. Wenn ich jetzt aber den Kampf einblende gegen Vasili, dann wird es wahrscheinlich für euch nicht so spannend aussehen. Ich musste nämlich hier auf Level 85 gehen, da ich auf Level 80 keine Chance hatte, wer hätte es gedacht. Und dann konnte ich hier Sedra King einfach so sprengen über Lepomentas und dann einen Sweep einleiten über Vidie. Ja, und dann habe ich hier über Vidie einige Kills machen können. Vasili hatte dann auch Sumpex, er hatte einen Lapras, einen Milotic, ein Formio in der Wasserversion, was ich sehr interessant fand, und ein Kapaloris. Ich habe praktisch das gesamte Team besiegen können, einfach nur über Vidie. Also warum muss ich jetzt überleveln? Naja, ganz einfach. Als Vidie hier nur auf Level 80 war, wurde er ständig übermannt von den Wasser-Pokémon und der Rest meines Teams konnte einfach gar nichts hier ausrichten. Ich wurde komplett pulverisiert, stellenweise gebonshottet und mein halbes Team hatte natürlich Wasserschwäche. Es ist einfach nur unspielbar gewesen. Dass ich hier überhaupt auf Level 85 durchgekommen bin, war also einfach nur der Verdienst von Vidie, dass es dann knapp stark genug war, um den Kampf praktisch alleine zu führen. Ja, und am Ende ist es dann sogar noch weggestorben gegen Kapaloris, weil mich das einschläfern konnte, und dann musste ich das noch panisch besiegen, irgendwie über Metagross, was auch noch besiegt wurde, und über Panzer Aeron, was generell bei diesen Wasserfights hier auch ein bisschen überfordert war. Tja, und wie lief jetzt der Kampf gegen Juan? Naja, das war mal wieder ein Doppelfight, um es doch ein bisschen interessanter zu machen, und er hatte ehrlich gesagt ein ähnliches Team wie Vasili. Der hat hier begonnen mit einem Lapras und einem Sedra King und ich habe mich dort sofort gesprengt über Lepomentas. Weil da ich halt überlevelt war, auf Level 85, habe ich auch hier mal wieder die Sprengung rausbekommen und konnte dann jetzt hier sogar einen Doppelkill machen, zusammen mit Stolos im Fight. Ja, und dann hatte Juan auch noch ein Landschuhen, ein Formio in der Wasserversion, mal wieder ein Kapaloris und auch ein Aquana, was tatsächlich ziemlich tanky ist. Und der Kampf hier lief ähnlich ab wie der erste, eben gegen Vasili. Ich musste hier mit Vidie praktisch alles alleine machen und die anderen Pokémon sind wie die Fliegen gestorben. Die konnten gegen Wassergegner einfach praktisch gar nichts ausrichten und das zeigt schon sehr gut in meinen Augen, weswegen ich ja einfach überleveln musste. Es ging nicht anders. Ich habe aber hinten raus auch hier mal wieder sehr gut gegen Kapaloris angreifen können, einfach über mein Panzer Aeron. Ich muss aber schon sagen, diese drei Wasserboss-Battles kurz nacheinander, die haben sich sehr lange hingezogen und ich habe dann eine Ewigkeit gebraucht. Wirklich grauenvolle Matchups für Troy und ich habe sehr gehofft, dass sowas hier im Run vielleicht nicht mehr vorkommt. Aber lasst euch einfach überraschen. Bevor wir jetzt aber natürlich über die Liga sprechen können, gab es natürlich auch noch die Siegestraße. Mit unter anderem dem guten alten Heiko. Der tritt hier auch in Emerald gegen einen an und das ist ebenfalls ein kleiner Nebenrivale, den ich jetzt noch besiegen musste. Verglichen allerdings mit den Wasserbossen war der relativ simpel. Er hatte ein Veganier, was ich wallen konnte, einfach über Panzer Aeron und dann ging es weiter mit Gardevoir und Calmind, was sie groß setupen wollte. Ich konnte dort aber rüberwechseln in Amaldo und einfach Gardevoir one-shotten an seinem speziellen Setup vorbei über Exesor. Und dann hat er hier einen Raichu eingewechselt mit Surfer, das konnte aber Amaldo einfach so wegstecken und Raichu one-shotten über Earth Power und es sah sehr gut für mich aus. Und das vierte Pokémon war dann zwar ein Aquana, was mal wieder ziemlich tanky ist und mir kein gutes Matchup bietet, da aber mein Vidie noch keinen Schaden hatte, konnte ich das mal wieder safe einwechseln und nach einem langen Hin und Her habe ich es mal wieder geschafft im 101 gegen den Wassergegner hier zu gewinnen, unter anderem wegen Spiegel Cape. Wo es aber dann nochmal dreist wurde, war hinten raus bei seinem fünften Pokémon. Er hat nämlich einfach mal ein defensives Hyterra gespielt. Und das habe ich ohne mit der Wimper zu zucken einfach weggesprengt über Lepomentas, weil es einfach fast nicht tot zu bekommen ist ansonsten. Ja, und dann gab es noch ein Capoeira, was ich easy besiegen konnte über Metagross, also insgesamt war dieser Bossfight hier gar nicht mal so schwierig. Die Siegestraße allerdings, die war dort noch lange nicht zu Ende. Denn nachdem ich hier eine Weile in Sicherheit gewogen wurde, kam plötzlich einfach so unter der Brücke der gute alte Trainer Rot hervor, der natürlich auch nochmal gegen mich kämpfen wollte, bevor es bei der Liga richtig losgeht. Und der ist jetzt komplett ausgerastet. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich hier extrem Glück hatte.
Er hat begonnen mit einem Ho-Oh, was ich one-shotten konnte über Amaldo. Ich wurde aber getroffen über Sacred Fire und habe hier keinen Burn bekommen. Und das war schon mal ein sehr guter Start. Und dann ging es weiter mit Celebi, einem weiteren Legi. Und das hat mich hier knapp mit Range nicht killen können über Ancient Power. Und ich konnte dem Celebi hier einfach eine fette Kreuzschere noch drücken, die vierfach effektiv getroffen hat. Also besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Wo ich aber dann noch fast verkackt hätte, war bei Lapras. Weil ich konnte das doch einmal angreifen über Amaldo, bevor ich dann besiegt wurde. Und dann wollte ich eigentlich in Lepomentas gehen, um Lapras zu outspeeden und zu finishen. Es hat aber leider überleben können im roten Bereich und hat meinem Lepomentas hier extrem viel Schaden gemacht. Das Schöne war aber, nachdem ich Lapras dann gefinisht hatte, kam Relaxo rein und das ist halt ein prima Explosionstarget. Da habe ich also dankbar auf die Sprengung gedrückt. Das hat aber nicht mal ausgereicht, um Relaxo zu one-shotten. So unfassbar tanky ist das Ding hier einfach. Es ist ein bisschen absurd eigentlich. Nachdem ich dann aber Relaxo besiegt hatte über Metagross, war dieser Kampf hier noch lange nicht vorbei. Trainer Rot hat dann einfach einen Dragoran eingewechselt, mit natürlich Erdbeben. Und da kann ich froh sein, dass Metagross stark genug war, um das Ding zu two-shotten über Meteor Mash. Er hatte aber auch noch ein Mew am Start, also noch ein drittes Legi, und das hatte hier Heatwave, weil es ja praktisch alle Attacken lernen kann, und damit hat es Metagross noch besiegen können, und ich musste dann Mew in den Tod reißen über Head Smash von Stolos. Und das ist dann sogar gleichzeitig down gegangen durch den Recoil Damage, da ich das aber Panzer Aeron noch gelebt hatte, habe ich den Kampf so abschließen können. Aber das war definitiv kein leichter Trainer Rot Fight, und hätte Amaldo zu Beginn nicht so viel alleine geschafft, hätte ich hier definitiv unzählige Male verloren. Kurz vor Ende der Siegestraße gab es aber dann noch eine Überraschung. Und zwar musste ich dann auch noch gegen Winstrade Vito kämpfen, und das ist tatsächlich einer von der Familie oberhalb von Malvinfro City, wo man bei diesem einen Haus vier Trainer in a row besiegen muss. Das hat mit der Lore von Pokémon zu tun und ich finde es eine sehr coole Idee, weil er quasi auch als Ziel hat, bei der Pokémon-Liga anzukommen, und dass man den hier eingebaut hat, fand ich einen nicen Touch. Der hatte allerdings kein so krasses Team, da bin ich relativ leicht durchgekommen. Ich würde also sagen, wir kommen jetzt mal zur Pokémon-Liga. Und ich denke, es wird jetzt keinen wirklich überraschen, wenn ich sage, dass sie natürlich komplett auf Level 100 ist, oder? Ich denke, das haben viele schon kommen sehen und damit war eine Sache klar. Wenn ich in der Pokémon-Liga auf Level 100 mit irgendeinem Kampf überhaupt nicht klarkomme, dann scheitert einfach der gesamte Challenge-Run. Ich kann da nicht weiterspielen, weil weiteres Leveling ist ja in keinster Weise möglich. Und ich war jetzt wirklich sehr gespannt zu sehen, wie sehr die Liga eskaliert und wer auch beispielsweise der Champ ist. Aber wie das Ganze im Endeffekt gelaufen ist, das werde ich jetzt im Detail durchsprechen. Es begann mit dem Kampf gegen Ulrich, den Unlichttrainer. Ich kann aber hier schon mal dazu sagen, die halten sich nicht unbedingt an ihre Monotypes. Er hat ja aber begonnen mit einem Zubiris und das wurde bei dem Heck hier unglaublich gebufft. Es hat sehr gute Basiswerte und deswegen konnte es sogar halbwegs mit meinem Metagross mithalten. Ja, ich habe den Kill aber trotzdem hinbekommen und dann kam ein Machomai rein, was ich sogar ebenfalls noch über Metagross besiegen konnte, da ich knapp eine Attacke im roten Bereich überlebt habe. Das war eigentlich ein sehr, sehr guter Start. Aber Erdbeben auf Machomai hat halt auch einfach keinen Step. Danach bin ich aber dann ein bisschen dreist geworden. Er hat nämlich dann ein Tauros eingewechselt mit Quick Attack und ich habe predicted, dass er hier Metagross finishen wollte und bin in Wilie gegangen und habe Tauros einfach komplett ausgestallt. Es konnte gegen Wilie einfach praktisch gar nichts tun und ich bin sogar praktisch auf vollen KP geblieben. Und das vierte Pokémon war dann ein Blitzer, was ich ebenfalls austricksen konnte. Ich habe dort einfach Metagross geopfert, was ja derzeit noch am Leben war, und dann bin ich rübergegangen auf mein Lepomentas, was natürlich ein tolles Matchup hat gegen so einen Blitzer. Ja, und dann kam als fünftes Simsala rein, was ich einfach weggesprengt habe, da das physisch nichts aushält, und dann stand ich plötzlich vom letzten Pokémon. Das war aber ein ziemlich bedrohliches Hundemon und das ist für Troy eigentlich gar kein so tolles Matchup. Ich hatte aber nach wie vor meine Gesteins-Pokémon, also Wilie und Amaldo, und die haben es dann am Ende gerichtet. Ulrich als erster Top 4 war aber auch noch nicht so schwierig. Das wird später härter werden. Und bei Antonia, der zweiten Trainerin, wurde es dann schon deutlich dreister. Die hat begonnen mit einem Gengar mit Hypnose, wogegen ich aber Maronbeere spielen konnte, und das habe ich gewonshottet über Head Smash von Stolos. Und dann kam X-Bad rein, was ebenfalls gegen Stolos nicht so viel tun konnte, das habe ich also ebenfalls geheadsmashed. Ich hatte also mal wieder hier zwei Kills in der Tasche, Stolos ist aber auch down gegangen, einfach wegen dem Rückstoßschaden.
Und eigentlich dachte ich dann, dass der Kampf hier doch eigentlich ganz gut läuft. Sie hatte dann Gardevoir, was ich wallen konnte über Metagross, obwohl es sogar Feuer-Coverage hatte. Und dann konnte ich sogar auch noch einmal angreifen mit Metagross gegen ein Kapaloris, was ich dann später gefinisht habe, einfach wieder über Panzer Aeron. Doch plötzlich wurde es dann nochmal richtig dreist. Und zwar hatte ich hier ebenfalls ein Zubiris gespielt, genauso wie Ulrich. Dieses hatte allerdings jetzt Doppelteam und Genesung und auch Coverage gegen Panzer Aeron in Form von Blick Break, was mich zumindest neutral getroffen hat. Und wie gesagt, die Werte von Zubiris wurden hier wirklich unfassbar gebufft. Man kann es fast schon als Legendary Pokémon bezeichnen, so sehr ist der Hackersteller hier eskaliert. Scheinbar mochte der Zubiris sehr. Ja, und deswegen habe ich hier Zubiris einfach nur sehr wenig Schaden gemacht und ich hatte mit Panzer Aeron hier einfach überhaupt keine Chance. Ich meine, ich konnte jetzt einige AP wasten von Zubiris, das hat mir aber ehrlich gesagt gar nicht mal so viel gebracht. Und ich wusste, ich werde das Ding auch nicht sprengen können, weil es ein Geist ist und ich es eh nicht treffen würde, selbst wenn ich könnte, weil es ja Doppelteam gespammt hat. Aber dann ist Folgendes passiert. Nach einem ewigen Hin und Her, wo Panzer Aeron gestorben ist, habe ich irgendwann panisch Amaldo eingewechselt und ich habe dann einfach so Zubiris weggecrittet über Excessor. Einfach so aus dem Nichts. Dadurch war der Kampf aber noch nicht beendet. Sie hatte auch noch einen Zwirklop, ebenfalls mit Doppelteam, was auch sehr, sehr tanky ist. Ich habe aber dort random einen Omnibus bekommen durch Ancient Power und konnte so mit Amaldo auch noch Zwirklop besiegen. Und ich war dafür ziemlich dankbar, das wäre aber auch nicht unbedingt notwendig gewesen, weil ich hatte ja noch weitere Teammitglieder. Der Kampf hier war schon echt gemein. Und ich habe später sogar noch erfahren, dass sie noch weitere Statusattacken gehabt hätte, die ich gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Extrem dreist einfach. Besonders eingeschüchtert hat mich dann aber Frosina. Denn was hat die natürlich mal wieder gemacht? Sie hat im Regen gekämpft. Das Schöne ist aber, Frosina ist halt überwiegend eine Eistrainerin. Und das ist jetzt nicht so schrecklich. Ich konnte jetzt zunächst mal für Phenontorbon shotten, über Meteor Mash vom Metagross und dann kam Yugong rein und das hat zunächst mal eine Bodenattacke gemissplayed, anstatt sofort den Regen für sich zu nutzen. Und somit konnte ich hier Yugong einfach two-shotten und ich bin in Führung gegangen. Das dritte Pokémon war dann aber Sumpex und es ist ein mächtiges Wasserbodenmon mit fast keinen Schwächen. Und ich habe dort dann strategisch Metagross geopfert, um in Wilie zu kommen und damit habe ich dann erstmal einmal Antikraft eingesetzt und dann erst Giga Drain. Und das habe ich deswegen gemacht, weil Gigasauger nicht ganz gereicht hätte. In der zweiten Runde allerdings kann ich so strategisch besonders viele KP wiederherstellen. Und somit hatte ich dann genug KP, um auch noch Lapras wegzukontern über Spiegelcape und damit fast zu besiegen. Ich konnte so also strategisch deutlich mehr Nutzen aus meinem starken Wilie ziehen. Und dadurch lief der Rest des Kampfes eigentlich relativ rund. Ich konnte dann Lapras finishen über Lepomentas und mich dann sprengen gegen Wylord, was mal wieder ein gigantischer Tank gewesen wäre, allerdings ohne Swift Swim. Das Ding hat allerdings überleben können und deswegen musste ich es besiegen über Amaldo und das war hier besonders praktisch, weil das letzte Pokémon war dann ein legendäres Regieis und da war Amaldo natürlich prima aufgehoben. Ich konnte also sehr effektiv mit Antikraft angreifen und Ice Beam einfach wegstecken. Natürlich kam dann aber auch noch Dragan in der Top 4 und der ist ja bereits im Base Game eine ziemliche Eskalation. In Kaizo Emerald allerdings ist er noch viel heftiger. Er hat hier begonnen mit einem Latios mit Dracometeor, das macht allerdings hier Recoil Damage und deswegen konnte ich es finishen über einen Head Smash von Stolos, was hier ein relativ guter Trade war. Denn direkt danach kam Despotar rein, was Stolos natürlich abgefrühstückt hat. Dort konnte ich aber dann den Metagross wechseln und Despotar knapp one-shotten über einen Meteor Mash. Ich war also in Führung. Danach kam aber dann ein Brutalander rein mit Flamethrower und da habe ich mich dann dazu entschieden, nicht mein Metagross zu opfern, sondern tatsächlich mein Panzer Aeron, weil es bei einem Drachenfight sowieso nicht so viel bringt. Und so bin ich safe rübergekommen in Amaldo, um sehr effektiv anzugreifen mit Gesteins-Coverage und dann ging es weiter mit Zedraking. Und das war mal wieder ein komplett übertriebenes Wasser-Pokémon. Und was habe ich da natürlich mal wieder gemacht? Ich bin wieder in Wilie gegangen, um halt das Zedraking wieder wegzukontern, nach einiger Zeit über Spiegelcape. Diese Kämpfe mit Wilie hier, die haben sich praktisch im gesamten Playthrough immer recht lange hingezogen, aber irgendwann macht Wilie halt den Kill und ist dabei relativ verlässlich. Es hat auch hier wieder einen guten Job gemacht. Das war's aber noch nicht. Denn es kam dann ein Dragoran rein und ob es glaubt oder nicht, das habe ich dann noch komplett mit Wilie besiegen können, über zwei Antikräfte. Das ist schon wirklich eine sehr große Leistung gewesen, der Kampf war dort allerdings auch noch nicht vorbei.
Denn natürlich hatte Dragan noch ein zweites legendäres Pokémon und das war dann noch ein Latias. Ich hatte dafür aber nach wie vor meine Sprengung aufgehoben, weil ich mir sowas schon gedacht hatte und ich habe dann Depomentas eingewechselt, um den Kill zu drücken. Dragan lief eigentlich ganz gut, der hatte aber schon wirklich ein sehr starkes Team. Ich hatte einfach sehr gute Outs dagegen. Aber wer ist denn jetzt der Champ der Region, wenn es Vassili nicht ist? Naja, ich denke mal, ihr habt es schon erwartet, es ist natürlich Troy. Wir haben jetzt also praktisch ein Mirror-Match, könnte man meinen, aber natürlich wurde auch dieser Trainer hier mal wieder ordentlich gebufft, was sein Team angeht und selbstverständlich spielt der Champ hier auch mal wieder ein paar legendäre Pokémon. Begonnen hat er hier allerdings mit seinem Metagross, also mit seinem Signature-Pokémon, was mich auch nicht wirklich verwundert hat, und ich habe hier geleadet über Lepomentas, um das zu two-shotten über Earthquake. Danach ging es aber dann weiter mit einem Starmie, was mein Lepomentas hier gekillt hat, ohne dass ich Explosion rausbekommen habe, und da musste ich wieder in Vidier gehen, um erneut ein Wasser-Pokémon einfach auszukontern. Wie gesagt, Troy hat ansonsten gegen Wasser-Pokémon einfach viel zu wenig Outs. Das hat aber auch hier mal wieder relativ gut geklappt. Das dritte Pokémon allerdings war dann Mewtwo. Und ich habe mich dann gefragt, okay, kann ich vielleicht mit Vilie Mewtwo auch so ein bisschen ausdäulen und vielleicht auch irgendwie wegkontern oder so? Nach einer ganzen Weile hin und her und diversen Genesungen muss ich aber sagen, dass es nicht so gut geklappt hat. Mewtwo ist einfach übermächtig als Legi und dementsprechend hat Vilie das nicht besiegen können. Ich habe hier aber durchaus einiges an Chip-Damage hinbekommen durch halt Antikraft und Vilie muss ja nicht alles alleine machen. Und ich konnte dementsprechend dann in Amaldo gehen und Mewtwo sehr effektiv finishen über eine Käferattacke. Physische Käfermoves habe ich ja durchaus am Start. Das nächste Pokémon war dann aber auch ein Monster, weil das war ein Aerodactyl, was mein gesamtes Team outspeeden konnte und das hat hier erstmal Amaldo gefinisht und ich habe dann nur ganz knapp den Kill über Panzer Aeron schaffen können und dann ging es weiter mit Deoxys, was unglaublich stark ist. Ich konnte dort aber Panzer Aeron opfern und dann tatsächlich hier mit Metagross einen Move rauskriegen in Form von Meteor Mash, obwohl Deoxys auch Fire Coverage hatte. Und das letzte Pokémon war dann noch ein Hierachi, also noch ein drittes legendäres Psycho-Pokémon. Dort konnte ich aber dann nochmal Erdbeben drücken, Metagross opfern und dann später finishen über Erdbeben von meinem Stolos, was hier auch noch einen Kill gemacht hat. Das war aber wirklich ein würdiges Champ-Battle und ich bin mir sicher, dass einige Challenge-Teams hier nicht so wirklich durchkommen werden. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, dass es möglich ist, Kaizo Emerald durchzuspielen, nur mit dem Team von Troy. Und ich muss sagen, das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Es war nie einfach, ich habe hier stellenweise wirklich gestruggelt und musste manchmal sogar überleveln, vor allem bei dem Wetter kämpfen, aber es war trotzdem eine sehr besondere Erfahrung. Und ich denke, dieses Spiel hier werden wir nicht zum letzten Mal auf dem Kanal gesehen haben. Das Gute ist aber, es ist auch noch nicht so ganz vorbei. Denn es gibt natürlich auch noch einen Superboss im Postgame, den ich definitiv durchsprechen möchte. Und der stand jetzt an der Stelle von Troy in den Meteorfällen. Denn natürlich gibt es dort auch noch einen Bossfight, wenn Troy in der Liga steht. Und dieser Superboss ist wirklich komplett übertrieben, der zieht jetzt wirklich alle Register. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich konnte dort nur antreten mit 5 Pokémon, weil er sich hinter einem Wasserfall befindet, an der VM, die Troys Team nicht haben kann. Ich konnte also nicht mal fair dort antreten und natürlich war das Ganze auch ein Doppelkampf. Tatsächlich habe ich aber für diesen Fight hier einen besonderen Trick gefunden. Und zwar startet dieser Superboss hier mit dem gebufften Zubiris und Registeel, was ich in der ersten Runde sprengen möchte, gegen was Zubiris natürlich immun ist. Wenn man es aber schaffen sollte, in der ersten Runde Zubiris zu killen, dann wird die KI hier ein random anderes Pokémon einwechseln, wie in diesem Fall Rayquaza, und das einfach wegsprengen. Und das war sehr gut für mich. Das war aber bei weitem nicht das Einzige, was ich hier bedenken musste. Denn der Superboss hatte auch noch ein Kyogre, ein Deoxys und ein Groudon. Der ist einfach wirklich komplett eskaliert. Ich konnte es hier aber schaffen, Deoxys zu besiegen, was er halbwegs fragil ist. Und dann habe ich mich hier taktisch gesprengt, im perfekten Zeitpunkt gegen Kyogre und Groudon und habe dann später noch Groudon gefinisht über Vilie, was er Groudon sehr effektiv angreifen kann. Ich konnte diesen Superboss hier insgesamt eigentlich ganz gut schießen durch diese Explosionsplays, aber ganz ehrlich, ansonsten wäre dieser Bossfight hier praktisch unspielbar gewesen. Der ist absolute Eskalation und viele Challenge-Teams hätten hier nicht den Hauch einer Chance. Das war aber tatsächlich noch nicht alles. Denn es gab noch weitere Superbosse im Postgame in Form von Mark und Adrian.
also Rematches gegen die Anführer von Team Aqua und Team Magma. Und die kämpfen natürlich mal wieder in der Sonne und im Regen. Es ist absolut unspielbar. Schaut euch ihre Teams an. Da brauche ich nicht mal versuchen, mit Troys Team anzutreten. Ich würde pulverisiert werden. Und Adrian beispielsweise könnte ich sogar mal wieder nur erreichen mit 5 Teammitgliedern, also wäre das noch viel unmöglicher. Und das, obwohl Regen ja sowieso schon noch schlimmer ist als Sonne für Troys Team. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das ist auf jeden Fall eine Bonus-Challenge, die wir uns irgendwann mal antun werden, bei einem Run, der besser dafür geeignet ist. Ich wollte aber mal kurz dazu erwähnen, dass diese Kämpfe auch noch existieren würden. Kaiser Emerald hat wirklich eine ganze Menge zu bieten und es macht sehr viel Spaß. Ich muss euch hier aber direkt vorwarnen, wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, dann macht euch gefasst auf sehr viele nervige Overworld-Rätsel, die echt keinen Spaß machen. Das ist leider so ein bisschen ein Markenzeichen von Kaizo und das zieht diesen Hack hier so ein bisschen runter. Wenn ihr aber nur Interesse haben solltet an den Bosskämpfen, könnt ihr auch theoretisch einfach einen Wallhack installieren und nur die spielen. Und dann ist das Game hier praktisch perfekt. Das ultimative Pokémon Emerald im absoluten übertriebenen Hürdenmodus. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne weitere Teams vorschlagen, wie ich in Kaizo Emerald mal ausprobieren soll. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns bald mit kommenden Videos. Folgt mir auch gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Dieser hier wurde auch live erspielt. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und ihr könnt mir auch gerne hier ein Abo dalassen. Das würde mich sehr unterstützen. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.